Was sind Manifestationsblockaden? Wie kann ich sie erkennen? Und vor allem, wie kann ich sie eliminieren? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Mein Name ist Patricia Dender und ich helfe dir, alles zu bekommen, was du nur möchtest. Weil du bist hier, um genau das Leben zu erleben, das du dir wirklich vorstellst, das du dir wirklich erträumst. Dazu ist es wichtig, dass du verstehst, wie sich die Dinge manifestieren im Außen, dass du verstehst, wie du alles bist, was sich da außen zeigt und wie du das sein kannst, was du möchtest, was sich außen zeigt für dich. Also bleib dran, dieses Video hat 3 Teile. Zuerst fange ich an und erkläre dir, was Manifestationsblockaden sind. Das kannst du dir vorstellen wie Straßenblockaden. Energieblockaden, Straßenblockaden sind genau dasselbe. Energie kommt nicht von außen. Energie wird im Innen durch dich, durch deine Gedanken, Ansichten, Rückschlüsse und Überzeugungen generiert. Also sind Manifestationsblockaden Ansichten, Überzeugungen, Rückschlüsse, Meinungen, Glaubenssätze, all das, was in deinem Kopf passiert, was dem entgegensteht, was du gerne haben möchtest. Das sind Manifestationsblockaden. Sie kommen aus dir, sie sind von dir auf deinen Weg zwischen dich und deine Manifestation gestellt worden und können auch nur von dir entfernt werden. Ein Beispiel zu Manifestationsblockaden. Ganz, ganz klassisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich zu Geld kommen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie plötzlich mein Traummann vor der Tür stehen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Business durch die Decke gehen kann. Klassische Manifestationsblockade, ich kann mir nicht vorstellen. Und warum kannst du es dir nicht vorstellen? Weil du nicht die Person bist, die es hat. Weil du dir nicht vorstellen kannst, die Person zu sein, die es hat. Und genau da fängt es an, diese Blockade entsteht, weil du versuchst, etwas außerhalb von dir zu sehen, was einen eigenen freien Willen hat. Du hast also die Überzeugung, dass diese Sachen, die du haben möchtest, diese Erlebnisse, die du erleben möchtest, sich im Mangel befinden, also von nicht bei dir sind, nicht mit dir sind und weil du eben diese Person nicht bist. Du kennst diese Person nicht. Du weißt nicht, wie du bist mit viel Geld. Du weißt nicht, wie du bist mit deinem Traummann an der Seite. Und genau daher kommen die Manifestationsblockaden. Nicht, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie es ist, wenn du deinen Wunsch hast, weil du versuchst, über Stolpersteine hinwegzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, aber ich will es trotzdem haben, anstatt dass du zu dir zurückkommst und sagst, gut, wer bin ich in meinem erfüllten Wunsch? Wer bin ich in meinem erfüllten Wunsch? Und dann, wenn du da anfängst, dein Spiegelbild, deine Reflexion zu sehen, wer du bist in diesem erfüllten Wunsch, kannst du weitergehen und kannst eben über diese Manifestationsblockade dich hinweglegen, also über diese Manifestationsvorstellung, die sagt, ich kann es mir nicht vorstellen, weil plötzlich kannst du es dir doch vorstellen. Weil wenn du aus den Augen der Person schaust und versuchst, in eine Vorstellung zu gehen, die reich ist, die glücklich ist, die erfüllt ist, dann ist deine Manifestationsblockade aufgelöst. Genauso funktioniert es. Du musst immer wieder erkennen, dass du von außen auf dich schaust und deswegen blockiert bist. Aber wenn du von innen zuerst beginnst, diese Person zu sein, die ihren erfüllten Wunsch lebt,
Kannst du dir auch vorstellen, wie dieser erfüllte Wunsch zustande kommen kann? Und da kommen wir zurück zu Wert, Selbstwert. Weil Manifestationsblockade Number One ist, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dann liegt es daran, dass ich nicht vorstellen kann, mir vorstellen kann, dass ich es wert bin, dass ich es wert bin, meinen Wunsch in Erfüllung zu haben, zu erleben. Ich bin es nicht wert. Ich kann es nicht. Und da kommst du wieder zurück zu einem Selbstbild aus dem Mangel, einem Selbstkonzept aus dem Mangel. Und solange du ein Selbstkonzept aus dem Mangel hast, kannst du dir die Erfüllung nicht vorstellen. Also, alle Manifestationsblockaden sind Blockaden, die dich davon abhalten, zu der Person zu werden, die du sein musst im erfüllten Wunsch. So erkennst du Manifestationsblockaden. Du fühlst dich also nicht wert. Du fühlst dich nicht gut genug. Du fühlst dich nicht unterstützt genug. Du fühlst dich nicht qualifiziert genug und so weiter und so fort. Und das ist alles die Ursache, die ganze Ursache davon, dass du die Manifestationsblockaden hast, ist eben, dass du dieses falsche Selbstkonzept hast, dass du dieses falsche Selbst, dass diese falsche Vorstellung hast von dir als limitierter Mensch und nicht von dir als unlimitierte Energie, energetisches Denken, dich als Energie ohne Form und ohne Zeit zu betrachten. Und aus diesem Selbstkonzept heraus kannst du keine Manifestationsblockaden haben, weil du bist plötzlich eins mit deinem Wunsch, mit deiner Vorstellung. Du weißt, dass du die Energie bist, die alles macht, alles auslöst. Durch dein Selbstbild, durch dein Selbstkonzept, dein Divine Design Selbstkonzept, das fehlerlos ist, grenzenlos ist, zeitlos ist, bedingungslos ist, einschränkungslos ist und absolut jetzt und hier jede Vorstellung annehmen kann, die du möchtest. Eine Vorstellung bedingt in deinem Kopf. Und dass du dir vorstellen kannst, wer du sein möchtest und was du erleben möchtest, ist unbegrenzt. Und mit diesem Wissen, mit dieser Klarheit sind alle Manifestationsblockaden aufgelöst und eliminiert. Weil wenn du grenzenlose Energie bist, die du erkennen kannst, wieso bist du grenzenlose Energie? Weil deine Vorstellungskraft grenzenlos ist. Und weil deine Vorstellung die Ursache und die Wirkung all der Realitäten ist, die es zu erleben gibt. Und wenn du daran noch zweifelst, dann überlege dir mal, woher die Dinge sonst kommen sollen. Denn wenn du in den Wald gehst und es fällt ein Baum um und du hörst es nicht, du siehst es nicht, du merkst es nicht, ist in deiner Welt dann ein Baum umgefallen? Nein, dann ist kein Baum umgefallen. In dem Moment, wo jemand zu dir herkommt und sagt, da hinten ist ein Baum umgefallen, dann sagst du, wo? Wo? Ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen. Zeig mir, wo ist der Baum umgefallen?
Und dann gehst du dorthin. Die Person führt dich dorthin und sagt, schau mal, hier ist der Baum umgefallen. Aber irgendwie ist der Baum schon weg. Ist kein Baum umgefallen in deiner Welt? Es ist kein Baum umgefallen. Erst wenn die Person dir erzählt, wie sie den Baum gesehen hat, wie der umgefallen ist und wie sie womöglich noch gesehen hat, wie die Holzarbeiter gekommen sind und den Baum zersägt haben und abtransportiert haben und du in deinem Geiste dieser Vorstellung, dieser Geschichte folgst und dann ein Okay gibst und sagst, okay, ich nehme diese Geschichte als wahr an, dann ist diese Geschichte in deiner Welt wahr geworden. Aber gleichzeitig kannst du, hast du die Macht, hast du die Kraft, einfach sagen, das ist deine Geschichte. In meiner Welt ist kein Baum umgefallen. Es ist deine Welt und meine Welt braucht keinen umgefallenen Baum. Und warum spreche ich hier als Beispiel von einem umgefallenen Baum? Weil niemand eine Ladung auf einem umgefallenen Baum hat. Weil du das einfach so sein lassen kannst und keine anderen Geschichten damit verbinden musst. Aber stell dir mal vor, es sind andere Geschichten und es werden immer wieder andere Geschichten erzählt und dir zugetragen. Nimm mal nein, nur das Fernsehen und die Nachrichten. All diese Geschichten, von denen du nicht weißt, und von denen du noch nie gesehen hast, was sie wahr sind. Wie sehr beeinflussen diese Geschichten dich und dein Leben, deine Entscheidungen, deine Ansichten über die Welt und über dich? Und das beeinflusst deine Energie. Das beeinflusst deine Vorstellungskraft. Das sind Manifestationsblockaden. All diese Dinge, die dir verbieten, irgendwas zu wollen, was du gerne hättest, irgendwas erleben zu wollen, was du gerne hättest, nicht nur haben zu wollen, sondern erleben zu wollen. Das sind Manifestationsblockaden. Die kommen aus der Ethik, die kommen aus der Religion, die kommen aus der Kirche, die kommen von deinen Eltern, die kommen von deinen Freunden, die kommen von deinen Bekannten, die kommen aus der Familie, die kommen aus der Ahnenlinie. Und es sind alles nur Vorstellungen, die du für dich als wahr angenommen hast. Und wenn du weißt, dass es letztendlich nur um die Energie hinter deiner Vorstellung geht, dann musst du dafür sorgen, dass deine Vorstellung fein ist, klar ist, kristallklar, aus der höchsten Vorstellung, aus der höchsten Perfektion, aus der Annahme, dass alles in Ordnung ist. Aus der höchsten, größten, perfekten Ordnung, die du einfach annimmst, dass diese gegeben ist und aufhörst anzunehmen, dass perfekte Unordnung, perfektes Leid, perfekte Unterdrückung gegeben ist. Wenn du aussteigst mit deinen Gedanken, mit deinen Vorstellungen, aus all diesen Geschichten, die aktiv sind oder aktiv waren, inaktiv sind, aber doch von dir als wahr gehalten werden. Das sind übrigens in unserer Welt die Traumata. Wenn du aussteigst und alles blank und einfach und klar erkennst, dass es nur um die Energie geht, die jeder Gedanke in sich trägt. Und wie fühlst du die Energie von jedem Gedanken, der wieder plus Gedanke eine Geschichte gibt. Wie fühlst du dich in dieser Geschichte, die du dir vorstellst? Und sobald es dir kein gutes Gefühl gibt, ist es eine Geschichte, ist es eine Vorstellung, sind es Gedanken, die dich nicht in dein höchstes Gut, in dein höchstes Glück, in deine höchste Persönlichkeit, in dein höchstes Selbst, in dein Divine Design Seinszustand, in dein Divine Design Bewusstsein bringen. Dazu ist dein Körper da, damit du wahrnimmst, wo dein Kopf sich gerade befindet. Das spürt dein Körper. Dein Körper spürt einzig und allein, wo dein Kopf bewusst oder unbewusst
gerade rumdenkt, wo dein Kopf noch Überzeugungen aktiviert hat, von denen du nicht profitierst als Divine Design Wesen, von denen du nicht mehr haben willst. Und genau darum geht es, dass du das erkennst, deinem Verstand erklärst und dann umdenkst. Andere Geschichten, neue Szenarien. Aber das kannst du nur aus deiner Divine Design Identität heraus. Solange du noch irgendeinen Mangel in dir siehst, noch irgendeinen Mangel, irgendein nicht gut genug, irgendein nicht wertvoll genug, irgendein ich bin nicht unterstützt genug, irgendeinen Fehler für dich annimmst, sind da Manifestationsblockaden. Und ausmerzen kannst du die super, super schnell, indem du erkennst, wer du wirklich bist und dir erlaubst, entsprechend zu denken, entsprechend zu handeln, dich entsprechend zu verhalten, das heißt, entsprechende Entscheidungen zu treffen, wie diese Person, die das Leben lebt und erlebt, die du gerne wärst. Weil du bist sie. Du bist alle Personen, die du dir noch vorstellen kannst. Also trainiere deine Vorstellungskraft dahingehend, dass du die Person und Persönlichkeit verkörpern kannst, die genau das Leben lebt und erlebt, von dem du glaubst, dass es dich glücklich macht. Und so kommst du zu Glück, so kommst du zu Freude, so kommst du zu Leichtigkeit. Das ist der Weg. Über deine Identität, über dein Divine Design, über dein wahrhaftiges Design, über deinen wahrhaftigen Seinszustand, ohne Vorstellungen der Einschränkung, Vorstellungen, Glaubenssätze, alles Mögliche, was dir irgendwo mal sagt, dass du durch deinen Körper und durch deine Vergangenheit, durch deine Historie eingeschränkt und nicht gut genug bist. Das ist die einzige Wahrheit, die ich dir verkünden kann. Der Weg geht über den Verstand, dass er lernt zu verstehen, wer du wirklich bist. Dass er es erkennt, dass er Lügen aufgesessen ist. Und wenn dein Verstand das gelernt hat, zu verstehen, dann kann er im zweiten Schritt das Gelernte anwenden. Dann kannst du anwenden für jede Sache, für jedes Ding, für jede Situation die richtige Ansicht, die richtige Überzeugung, die richtigen Gedanken für dich und für andere zu finden. Anwenden auf verschiedenen Spielplätzen dieses Lebens. Punkt 3. Gestalten. Wenn du wirklich gut bist im Anwenden von diesem Prinzip, dann kannst du dir ein Leben nach deinen kühnsten Träumen gestalten. Und dieses Prinzip ist die Grundlage von allem, von den kleinsten Freuden bis zu den unvorstellbarsten crazy Wünschen, die sich erfüllen kann. Es ist ein kleines Prinzip und das ist das Prinzip von dem, wer du bist, wer du glaubst, dass du bist, wer du weißt, dass du bist und wer du annimmst, dass alle anderen auch erkennen in dir. Und das ist der Weg. Und es ist ein unglaubliches Verständnistraining, es ist ein Verhaltenstraining, es geht gegen alles, was du bis jetzt verstanden und geübt hast. Und deswegen gibt es eben meine Masterminds, meine Räume, wo du das ganz, ganz tief lernen kannst, diese Transformation, weil dein Verstand will das nicht von heute auf morgen einfach zulassen. Da brauchst du eine richtig große Überzeugungsarbeit, dass er das Alte, das, was du früher warst, was du früher dachtest, loslässt und bereit ist, in deine neue Divine Design Identität einzusteigen. Ich habe schon so viele Frauen auf diesem Weg begleitet und das ist der Weg, der Wunder manifestiert.
Das ist der Weg, den ich die Weindesign-Reise nenne. Das ist der Weg, der dich genau dahin bringt, wo du sein möchtest, in Freude, Leichtigkeit, Sorglosigkeit und Glückseligkeit. Das ist der Weg, der zu gehen ist. Wenn ich dir helfen darf, ich habe zwei offene Masterminds. Du kannst einsteigen, einerseits in Rising Up. Darum geht es wirklich, diese Divine Design Identität zu erkennen, erlernen, anzuwenden und danach dir ein geiles Leben zu gestalten. Wenn du da bist, wo du weißt, wer du bist, dann bist du absolut angekommen in diesem Prinzip. Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber, ohne Blockaden. Und aus diesem absoluten Sitzplatz, aus deiner absoluten kristallklaren Position als energetisches Wesen, kannst du dir ein geniales Business manifestieren. Und da bin ich auch eine unglaublich gute Mentorin. Und wenn du möchtest, dass dein Business wirklich mit Leichtigkeit durch die Decke geht, dann darfst du dich für Absolut bewerben. Dann darfst du mir schreiben und ich freue mich von dir zu hören, um zu sehen, ob du schon für Absolut ready bist oder ob vielleicht noch eine Runde Rising Up besser wäre. Also, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, dass dir sowieso meine Videos gefallen, dass die dich weiterbringen, dass die das in dir aktivieren, was du wirklich bist. Weil das, was ich sage, das kommt aus dem allgemeinen Wissen, das wir alle als Samen in uns tragen. Und wir müssen einfach nur noch frei machen, uns loslösen von all diesen Einschränkungen, mit denen wir natürlich unser ganzes Leben lang programmiert worden sind. Das ist Loslassen. Loslassen der Lüge, eintreten in die Wahrhaftigkeit und in die Wahrheit. Ja, dann will ich dich noch daran erinnern, dass wir im Dezember, 16. bis 17. Dezember sind wir in Wien. Wir treffen uns zum Divine Design Fest in Wien. Alle sind eingeladen. Auf meiner Homepage kannst du das buchen, mywellfeeling.com, Divine Design Fest, kannst du einfach eingeben im Internet, dann findest du es. Wir machen Party, wir machen Übungen, wir machen alles, dass du erkennst, wer du wirklich bist und dass du am Ende dieses Wochenendes mit riesengroßen neuen Kinderaugen in diese Welt hinausgehst und dein Leben feierst. Dein Leben feierst, weil du bist hier, um dein Leben zu feiern und deswegen heißt es Divine Design Fest. Alle sind eingeladen und das kostet 240 Euro ohne Rundumkosten, nur anderthalb Tage Programm. Wenn du Fragen hast, schreib auch mir dazu und ich freue mich ganz, ganz, ganz fest auf das Divine Design Fest. Bis dann. Ciao, ciao.